Und hier so ein bisschen was. Das machen wir aber zweitrangig. Zuerst mal will ich die Viecher züchten. Und dann, ja. Schwarmstock ist die dritte Entwicklungsstufe, fällt mir gerade ein. Falls ihr euch erinnert, ich hatte ja in einer der vorigen Missionen gesagt, dass es noch eine dritte Evolutionsstufe von der Brutstätte ist, also der Bau ist die zweite. Der dritte ist der Schwarmstock. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. So. Was ist jetzt wieder los? Nix. Was ist jetzt wieder los? So. Eins, zwei, vier. Und ihr werdet dann Gruppe 3. Komm, das ist hier witzlos. Geht mal mit an die Mineralien, ja. Nehmen wir die hier oben. Oh, wir brauchen noch wieder Overlords. Oh, das sind auch 300! Aber wir brauchen die einfach. Ach komm, dann machen wir halt in der Zeit schon mal die Entwicklung rein. Hilft dir alles nix. Und, ach, wisst ihr was? Mal gerade ja, drauf geschissen jetzt. Also, wir brauchen 3 für Team 1. 2 für die Zerklinge. Was ist jetzt wieder los? Ein Ork heißt der Zug. Schon unterwegs. Kann ich gerade wieder was an mich kriegen, ne? Ein waghalsiger Zug. Kann ich gerade wieder was an mich kriegen? So, dann haben wir 3, dann haben wir euch hier. Und hier brauchen wir dann auch nochmal 3, das sind dann diese Kammern. So. Dann machen wir aus euch Gruppe 3. Ihr geht mal eben den Raumjäger da unten wegräumen. So. Ah. So. Okay. Und siehe da, es reicht dann doch noch für einen weiteren Trupp. Dann haben wir auch die vollständig. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Verteidigt sein dürften wir gut genug. Für einen eventuellen Gegenangriff. Und dann bringen wir es gleich zu Ende. Die Mutalisken werden dann ein Vorstoß. Ich würde sagen, ich breche hier durch die feindliche Linien. Ich mache diesen Turm hier unschädlich. Lande mit den Overlords hier an dieser Stelle. Und falle dann in die Basis ein. So. Okay. Schauen wir mal, wie uns das gelingt. Wie sieht denn das hier aus? Ja, wir warten die Entwicklung einfach mal noch ab. Hier haben wir im Wesentlichen alles. Das ist uninteressant. Okay. Den Panzer gebe ich gleich noch in die Entwicklung. Das ist aber nur der Form halber. Ich hatte nicht gedacht, dass ich das in dieser Mission nochmal sage. Mit Blick auf die Rohstoffe. Aber ja, wir können es uns tatsächlich leisten.
Mal gucken, ob wir außerhalb der Reichweite. Die weg! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Genial! Oh mein Gott! Okay, die haben volle Energie. Das könnte jetzt nochmal. Das könnte jetzt nochmal zum Problem werden. Ich brauche nochmal 6 Larven. Ich will da nochmal gerade schnell mit Zerklingen rein. Das verkompliziert jetzt so ein bisschen die Angriffsbewegung, weil da müssen wir nämlich genau durch. Ich will jetzt hier nicht anfangen, einen Bogen zu fliegen. Oder zu machen oder zu tun. Ich will da jetzt eine saubere Angriffsbewegung haben. Guck mal, was da jetzt ist. Leute! Ach du Schande! Ach du Sch... Das muss ein Bug sein. Das ist doch nicht normal. Jetzt greift er an. Okay, für die zur Sicherheit möchte ich nochmal 2 Verteidigungsgebäude da bauen. Aber es ist jetzt auch Zeit anzugreifen. So, ihr seid Gruppe 5. Gruppe 3. Ich hoffe, dass das alles war. Nicht, dass da jetzt doch noch was hockt. Ja, ein Adler ein einzelner. So. Dass wir die Sicherheit haben. Gott. Während die Overlords ihre kostbare Fracht abladen. Gut. Was ist jetzt wieder los? So, wir machen jetzt Angriffsbewegung. Oh Gott, das ist die falsche. Ja, aber es ist ein total vernichtender Angriff. Okay, dass das dann jetzt am Ende so einfach würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Sarah, ist das wirklich du? In einem gewissen Sinne ja. Aber ich bin jetzt viel näher, als ich früher war, Jim. Du hättest aber nicht hierher kommen sollen. Ich habe geträumt, du wärst noch immer am Leben, dass du irgendwie nach mir rufst. Das habe ich auch. Während ich mich in dem Kokon befand, habe ich auf telepathischem Wege instinktiv nach dir und Arcturus gesucht.
Anscheinend hat Arcturus Duke hierher geschickt, um mich zurückzuholen. Aber das war einmal, Jim. Jetzt bin ich einer der Zerg. Und mir gefällt, was ich bin. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Gefühl das ist. Und jetzt? Willst du mich jetzt umbringen, Liebling? Das liegt sicherlich in meiner Macht. Aber du stellst für mich keine Bedrohung dar, Jim. Sei nicht dumm. Geh weg von hier. Und versuche nie wieder, dich dem Zerg in den Weg zu stellen. Ich scheine ja wohl keine große Wahl zu haben, oder? So sieht's aus. Jawohl, der Sieg ist erlangt. Dass das jetzt am Ende so einfach war, hätte ich nicht gedacht. Wisst ihr was, Leute? Das wird auch in Zukunft weiterhin meine Strategie sein. Zwei Trupps Hydralisken, ein Trupp Zerglinge, ein Trupp Mutalisken. Damit habe ich auch in der Vergangenheit immer sehr gut gelebt. Also ich werde mich auf dieser Basis bei den Zerg weiterhin orientieren. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wohin das jetzt hinausläuft. Gut, wir hatten am Ende auch nochmal die Vorteile gehabt, jetzt mit den zusätzlichen Ressourcenfeldern. Da muss man halt mit den Mutalisken immer so ein bisschen gucken. Aber sag mal, eine gute Kombi aus Hydralisken und Zerglingen ist auch schon tödlich genug. Also ich denke, das wird unsere Orientierung sein für die zukünftigen Missionen mit den Zerg. Zumindest im ersten Teil. Im zweiten Teil schauen wir mal. Da kenne ich die Zerg-Kampagne noch nicht. Da kenne ich bis jetzt nur die Terraner-Kampagne. Das heißt, alles danach wird, also der zweite Teil von StarCraft 2 und der dritte, die werden beide blind sein. Da bin ich also mal gespannt, auf welche Taktik wir da gehen werden, weil es ja in StarCraft 2 einige neue Zerg-Einheiten gibt und auch einige neue Möglichkeiten. Aber bis dahin ist es noch ein ganzes Stück, grob geschätzt 45 Missionen. Weitere 5 hier, dann die 10 bei den Protoss und dann noch die gesamte Brood War-Kampagne. Also es ist noch eine Weile bis zu StarCraft 2. Insofern, ja, schauen wir dann mal, wie es ist, wenn es soweit ist. Jetzt beenden wir erstmal diese Mission hier. Ah, es hat ganz schön lange gedauert, fast 1,5 Stunden jetzt insgesamt, also eine Stunde, naja, 1 Stunde 15 geht sogar eigentlich. Jo. Also zum Abschluss hier nochmal ganz eindeutige Zahlen. Das Thema Ressourcen halt natürlich. Ja. Wesentlich höhere Effizienz jetzt dann am Ende gehabt durch die günstigeren Einheiten. Das wird halt dann so ein bisschen ausgeglichen. Nicht wahr? Schwächere Einheiten aber dafür günstiger. Auch vom Unterhalt her. Ja, also ein Zergling nur 0,5. Das sind natürlich alles hier Faktoren. Hier seht ihr das auch nochmal sehr schön. Ja. Gleich viele Einheiten. Naja, wobei. Aber wir waren auch gut verteidigt, wesentlich besser als die Terraner. Ich glaube, das kann man jetzt so gar nicht vergleichen. Also, eine 1:1 Schlacht war es ja nicht. Es war auch nicht von der Unterlegenheit her. Wir haben dann auch die Masse und so weiter. Hier jetzt die Zahlen ein bisschen zu vergleichen, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Da waren wir natürlich wesentlich besser dann auch aufgestellt. Was war das hier? Ach ja, genau. So. Mehr vernichtet bei den Einheiten haben wir übrigens durch die Ödland-Bestien. Dann gebäudetechnisch, ja, da waren wir natürlich sehr sparsam. Und auch dadurch, dass wir uns nicht so oft neu aufbauen mussten, beziehungsweise aufgebaut haben. Also das, was da die Terraner-KI gemacht hat auf der Insel, das hätte ich ja so niemals gemacht. Da einfach blind einen WBF reinzuschicken, das war natürlich totaler Mumpitz. Ja, aber gut, ich will mich nicht beklagen. Besser so, als wenn da dann auf einmal so eine Invasionsarmee gewesen wäre, wie gerade ganz am Ende. Nur 4 Gebäude verloren, darauf bin ich sogar ziemlich stolz. Und ja, hier haben wir jetzt nochmal den direkten Rohstoffvergleich. Gas hatten wir natürlich wesentlich weniger, gerade weil wir am Ende erst auf die Ader gestoßen sind und die Terraner den zweiten Vespingaisi komplett leer gemacht haben. Im ersten dürfte dann auch nichts mehr drin gewesen sein. Dann Mineralien ist ungefähr dasselbe Verhältnis. Und da haben wir dann nochmal das Thema Rohstoffverbrauch. Jo! So viel also erstmal dazu. Vergangene Zeit für die Mission 1 Stunde 15. Genau, da steht's nochmal. Mit dem Abschlusskommentar. Also haben wir ganz gute 5 Folgen zusammengekriegt. Bin ich ganz zufrieden damit. Mission ist gut gelaufen. Und ja, Kerrigan ist wieder da. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe so nicht mehr hundertprozentig im Kopf, wie jetzt die Story sich im Einzelnen weiterentwickelt. Im Groben kenne ich, wie gesagt, da habe ich die StarCraft-Story eigentlich komplett im Kopf drin. Nur halt jetzt, wie sich das auf die einzelnen Missionen auswirkt, also da kann ich mich jetzt zum Beispiel an die Mission, die wir jetzt haben, da konnte ich mich jetzt überhaupt gar nicht mehr dran erinnern.
Insofern darf man da wirklich mal gespannt sein. Bin ich auch gespannt, wie es dann in den nächsten Missionen weitergeht, wie sich das dann weiterentwickelt. Und ja, ich hoffe, es geht euch genauso. Ihr hattet auch heute wieder euren Spaß und seid dann auch beim nächsten Mal dementsprechend wieder mit dabei. Jetzt muss ich hier immer so ein bisschen der Sonne ausweichen. Die kommt jetzt natürlich die Jalousie durch. Aber gut, wie gesagt, ist ja auch rum wieder für heute. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn das heißt Let's Play StarCraft. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin das übliche Programm, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Macht's gut und ciao.